Auf der Wache Köln-Mülheim sind Christian Reuter und Stefan Sindera gerade von einem Einsatz zurückgekommen. Hallo, wollten Sie zu uns? Ja, ich muss zu euch. Okay. Ich bekomme Morddrohungen und ich habe ziemlich viel Angst gerade. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Okay. Ist das jetzt Ihre Schminke? Kommen Sie gerade von der Party? Nee. Oder sind das Tränen, die Sie da verdrückt haben? Ja, oder? Mir geht die ganze Zeit schon nicht so gut. Ich bin einfach am Ende. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe das doch eben nur aus dem Augenwinkel gesehen. Kann das sein, dass Sie sich da... war das ein Pfefferspray oder war das ein... weiß ich nicht. Das ist ein Taser, ne? Das ist mein Taser. Und gar nicht erlaubt in Deutschland. Ich habe den von einem guten Freund bekommen zu meinem Schutz. Ja, würde ich trotzdem nicht erlaubt. Kommen Sie mal mit rein. Ja. Wollten Sie eh zu uns, oder? Ja, ich muss unbedingt. Okay. Die junge Frau darf den Taser ohne Waffenschein gar nicht bei sich führen. Christian Reuter erfährt die Hintergründe. Frau Kehrmann, was ist denn dann so schlimm, dass Sie sich hier mit so einem Teil bewaffnen müssen? Ja, ich kriege schon seit mehreren Tagen von etlichen Nummern irgendwelche Drohnachrichten, dass ich ermordet werden soll. Mhm. Und ich habe die gerade auf meinem Handy, ich kann sie Ihnen zeigen. Ja. Das ist jetzt eine Nachricht. In 3 Tagen wirst du sterben, Samir. Mann, sag mal. In 3 Tagen wirst du sterben, Samir. In 3 Tagen musst du sterben, Sonja. Und erst dachte ich so, ja, okay, sind nur Nachrichten. Aber dann bin ich nach Hause und vor meiner Tür lag eine tote Ratte. Oh. Und da lag noch das dabei. Nur noch 2 Tage. Mhm. Und können Sie sich denn vorstellen, wer dahinter steckt? Haben Sie Feinde oder? Das könnten sehr viele Leute sein, weil ich arbeite als Treutesterin für Trust and Security. Und das heißt, Sie testen Paare oder? Ja, Männer, ob sie treu sind oder nicht. Aha. Und die meisten bestehen es nicht und eventuell wird das wohl einer von denen sein. Wie kommt man zu so einem Job? Ja. Wie heißt die Firma? Trust and Security. Trust and Security. Und die machen sowas. Okay. Du sag mal ganz kurz, Trust and Security, das kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Ich meine, da hatten wir letzte Woche einen Einsatz mit einem Kollegen. Aha. Also irgendwas wegen Vandalismus oder so? Vandalismus? Meine Chefin meinte, wir hätten da einen Wasserschaden. Also die ist eigentlich schon seit 2 Wochen geschlossen. Ach so? Passt das von der Zeit oder was? Würde eigentlich, aber ich meine, das war Vandalismus. Also, ich frage mal eben den Kollegen, ja, um sicher zu gehen. Genau, fragen wir und ansonsten mal kurz, können wir ja nochmal die Akte ziehen, wenn man ja. Mit dem Stichwort Trust and Security. Die Beamtin hat recht, die Treuetestagentur war keineswegs geschlossen, wie der Mitarbeiterin gesagt wurde. Und es wurde dort tatsächlich eingebrochen. Ich meine, das war ja Vandalismus. Also. Ja. Achso, das hat damit zu tun, oder? Ja. Okay. Sag mal Bescheid. Hallo. Kommen Sie ruhig rein in die gute Stube. Oh. Ist kalt draußen? Ja, ist kalt draußen. Er windet, ne? Habe ich gerade selber schon festgestellt. Ja. Okay, womit kann ich Ihnen denn gerne helfen? Ich würde ganz gerne eine Anzeige aufgeben. Gegen Verleumdung. Gegen Verleumdung? Ja. Okay, das ist natürlich nie gut, wenn jemand schlecht über einen spricht. Und Sie sind? Ich bin Ihre Schwester. Ich bin nur zur Begleitung. Einfach nur zur Begleitung. Ich bin Tessa Osterfeld. Verleumdung. Wer redet denn da schlecht über Sie? Mein Ex-Verlobte. Verlobter. Verlobter oder Verlobter? Verlobter. In welchem Bereich halten wir uns da auf? Philipp Borkhardt, ein Verlobter. Okay. Genau. Was sagt er so Schlimmes über Sie? Ich habe 2 Kinder und der hat mich beim Jugendamt angeschwärzt. Ohne Gründe, hat gesagt, ich würde meine Kinder misshandeln. Okay. Das Jugendamt stand vor der Tür letzte Woche und wollte bei uns rein. Ja. Ich hatte auch keine Probleme mit, ich habe nichts zu verbergen und meinen Kindern geht's gut. Und das hat das Jugendamt auch bestätigt. Die haben gesagt, das ist alles in Ordnung, sind dann auch gegangen. Hat er denn explizit gegenüber Ihnen formuliert, dass er zum Jugendamt geht? Nein, das hat er nicht. Aber ich bin mir hundertprozentig, dass es nur er sein kann. Also es gibt niemanden, der sonst für mich verdächtig sein könnte. Wir leben ja ein bisschen im Land Spekulatius, ne? Also von daher, ich brauche da schon was Stichhaltigeres, ne? Aber ganz ehrlich, das kann nur er gewesen sein. Ich habe mich vor 4 Wochen von ihm getrennt, der ist sauer deswegen. Er bleibt auf den Kosten für die Hochzeit sitzen, was selbstverständlich sein sollte. Aber es kann nur, also ich meine, ganz ehrlich, der hat meine
Kinder. Also, der hat gesagt, ich würde meine Kinder misshandeln. Gucken Sie sich dem an. Sehen die unglücklich aus? Nee, ich kann sieht jetzt es nicht. Aus, als wären die... Auf dem Foto sehen die aus wie zwei Werbemodels, ne, ihre Kinder. Ne? Also da großartiges Kompliment. Aber ich kann natürlich nicht anhand eines Fotos bestätigen, wie es ihren Kindern geht. Ne? Ich glaube, so wie sie hier auftreten, dass es denen natürlich gut geht. Und dass vielleicht der Herr da wirklich, ne, wenn man eine Hochzeit absagt, das... Dann stehen natürlich verletzte Gefühle, da kann also schon einiges passiert sein. Ich sage Ihnen nur, aus polizeilicher Sicht reicht das jetzt für mich noch nicht, um eine Anzeige zu melden. Vielleicht reicht es dann, dass er Diebesgut verhökert. Reicht Ihnen das? Uhren, SIM-Karten, Handys? Das spielt jetzt zwar auf einem ganz anderen Spielfeld, diese Geschichte, aber das ist natürlich schon interessant, wenn Sie da Kenntnis einer Straftat haben. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, dass der im Kofferraum Diebesgut hatte. Und von einem Freund habe ich das auch noch bestätigt bekommen. Weil ich eben weiß, wie gesagt, wir hatten die Hochzeit, die wäre in 4 Wochen. Er hat alles in Vorkasse bezahlt. Und ich habe gesagt, ich werde mich nicht beteiligen. Er ist derjenige, der mich betrogen hat. Und der Freund hat mir das auch bestätigt, gesagt, dass er Schulden hat und demnach eben dieses Diebesgut auch verhökert. Und ich weiß das, ich habe es gesehen mit eigenen Augen. Der Ex-Verlobte ist nicht polizeibekannt. Stefan Sindera schickt eine Streife zu dem Mann, um dem Diebstahlsverdacht nachzugehen, und entlässt die Schwestern. Auf dem Flur der Wache kommt es dabei zu einer folgenschweren Begegnung. Indira. Sie sind Indira, richtig? Ja. Ich kenne dich von der Firma Trust and Security. Was? Sind Sie da auch beschäftigt oder was? Nein, ich bin da nicht beschäftigt, aber ich habe Sie beauftragt. Also ich kenne Sie persönlich nicht, aber ich habe das Foto vor Augen. Ich habe meinen Deckname für meinen Job. Ich habe dich beauftragt, meinen Ex-Verlobten Philipp Burkhardt. Ja, das war Tessa Osterfeld. Warum bist du hier? Ja. Und warum bist du hier? Ich bekomme im Moment Morddrohungen und ich weiß nicht, von wem. Aha. Ist Ihr Ex... Verlobte? Oder Verlobter, ist der durchgefallen beim Test? Zeitgleich hat Moritz Breuer und Paul Richter einen Notruf aus einer Fahrschule in Köln-Nippes erreicht. Guten Tag! Gehen Sie mal weg von mir. Hallo, gehen Sie mal auseinander. Ganz ruhig, was ist denn hier los? Gehen Sie mal hier Schwarz, rüber. Mein Name, ich bin Fahrlehrer. Wir machen hier gerade theoretische Prüfung. Und die junge Dame ist verkabelt, die pfuscht. Deswegen habe ich sie auch gerufen. Alles klar, aber kein Grund, auf die Dame loszugehen. Nein, ich werde sie auf sie losgehen. Ich werde sie nur festhalten, daran hindern, dass sie stiften geht. Wissen Sie, wie die Dame heißt? Ich nehme mal an, Sie wissen, ich weiß, wie sie heißt. Gut, dann ist so alles klar. Sie kann auch meinetwegen abhauen. Das Ganze stellt jetzt meiner Kenntnis nach keine Straftat da oder sonst was in der Frage. Und wenn sie da durch die Tür geht, ist sie wahrscheinlich nicht mehr lange verkabelt. Ja, aber... Gut, aber bleiben Sie mal ganz ruhig. Das ist hier eine Fahrprüfung. Ist natürlich super wichtig, keine Frage, aber kein Grund, sich deswegen in die Haare zu kriegen oder sonst was, ja? Fahren wir alle erstmal runter. Sind Sie verletzt? Schon fast angepackt. Ich sehe es auch hier unten. Das hatten Sie vorher nicht? Nein. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich wollte eigentlich nur nach Hause gehen. Wie haben Sie denn da betrogen? Was haben Sie denn gemacht? Ja. Eigentlich habe ich gar nicht betrogen. Ich habe halt mir die Bögen mitgenommen und kurz vor der Prüfung noch mal durchgelesen. Aber das ist ja nicht. Weil sie ja kein Müllmädchen. Du bist verkabelt. Die ist verkabelt. Ich habe das gesehen. Aha. Die ist verkabelt. Was heißt denn verkabelt? Verkabelt heißt, irgendwo sitzt irgendjemand, flüstert dir die Antworten vor. Ich weiß nicht, wovon er redet. Keine Ahnung. So, wir können das auch anders machen. Wir können auch eine Kollegin anfordern, die vielleicht ganz genau dann Nachschau halten würde. Oder Sie sagen jetzt einfach mal, was Sache ist. Also siehst du ganz klar, warum der Prüfer hier so einen Wirbel macht, das ist die eine Sache, aber wenn Sie hier betrügen und legen Sie mal die Karten auf den Tisch, wie gesagt, von uns kriegen Sie da in Anführungszeichen keinen drüber, aber ich will jetzt sehen, was Sie da gemacht haben. Da muss ja alles einen Grund haben hier. Ich hab hier... Oh. Zeigen Sie mal her, machen Sie mal Haare weg. Bisschen lauter, ich verstehe Sie gar nicht. Ja, hier. Ach so. Sehen Sie, ich wusste es. Und da kriegen Sie, Infos von irgendwem oder haben Sie da... Wie machen Sie das? Nein, eigentlich höre ich ja nur Musik drüber. Musik drüber. In der Prüfung. Das ist eine angemessene Situation dafür. Nee, das kaufen wir Ihnen dann vielleicht auch nicht ab. Nee, komm, jetzt hier nicht knatschen. Sagen Sie doch mal, also, wo haben Sie die Verletzung am Arm her? Ist das von ihm hier, vom Festhalten? Okay, haben Sie aber grob zugepackt. Ne? Ich habe nur Sie da. Guten Tag. Ganz in Ruhe, alles gut. Ich habe Sie nur hinten einmal in die Fahrschule. Da schon. Hallo, Hanna. Wer sind Sie, wenn Sie kurz einmal... Hanna Römer, mir gehört Ihre Fahrschule, alles klar. Paul Richter informiert die Fahrschulbesitzerin und die fällt vom Glauben ab. Ich bin jetzt irgendwie völlig ein bisschen überfordert, weil ich verstehe diese ganze Situation nicht, denn ich kenne Diana nun mal und sie ist eine meiner besten Schülerinnen
Und sie hat es eigentlich gar nicht nötig zu betrügen, deswegen verstehe ich jetzt nicht, wieso sie da so eine Aktion gefahren ist. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen. Sie ist etwas verschwiegen. Und sie ist verkabelt. Ja, wir haben es ja jetzt gehört. Sie will sich nicht so richtig dazu äußern. Ich weiß nicht, wollen Sie vielleicht mit ihr mal sprechen? Weil, wie gesagt, von unserer Seite, wir würden das höchstens als Körperverletzung aufnehmen, beziehungsweise, wenn Sie dahin wollen, Richtung... Ich meine, Freiheitsberaubung ist auch viel, ne? Wir haben keine Irgendwas, eine Nötigung, eine Freiheitsberaubung, schauen wir mal. Also sind irgendwelche Straftaten, was ist irgendwelche, stehen hier schon Straftaten im Raum, Herr Schwarz? Also sind Sie sich mal dessen bewusst, dass wieso, hier... Wieso waren Sie denn so grob? Wieso haben Sie denn so festgehalten? Sie wollte stiften gehen. Ich habe das im letzten Moment aus dem Augenwinkel mitgekriegt. Sie hatte die Tür schon in der Hand. Und ich bin also hinterher, habe sie einfach zurückgezogen, weil ich hatte sie ja kontaktiert in der Hoffnung, dass sie jetzt kommen würden. Ja. Und habe sie dann halt zurückgezogen und festgehalten. Darf ich mal von Ihnen einen Ausweis sehen? Hast du einen Ausweis mit, Jana? Und von Ihnen, Herr Schwarz, hätte ich auch gerne einen Ausweis, wenn Sie können. Oh, meiner liegt im Auto. Ja, dann gehen Sie den noch gerade holen für uns. Mensch, Jana, ich kenne dich doch. Irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Sprich doch mit mir darüber. Hat das Ganze vielleicht was mit Herrn Schwarz zu tun? Ja. Ja, was war denn? Ja, mit seinen Griffen und ich weiß nicht. Mit was? Ist das normal, dass wenn man jemanden festhält, dass man den irgendwie anfasst am Po oder so? Also ich mach das normalerweise nicht, deswegen. Herr Schwarz hat dich am Po angefasst? So habe ich das jetzt verstanden. Hören Sie, ich muss nur... Ich glaube Ihnen natürlich, wenn Sie was sagen, es ist nur immer ein sehr sensibles Thema. Und ich meine, das ist jetzt auch für Sie vielleicht eine unangenehme Situation. Ich möchte Sie nur einmal vorsorglich darauf hinweisen, dass Sie solche Behauptungen nicht einfach ins Blaue hinein oder ohne Tatsachengrundlage treffen sollten. Also versuchen Sie sich jetzt hier vielleicht nicht irgendwie rauszureden oder sowas mit solchen Behauptungen, um Gottes Willen. Aber wenn dem wirklich so ist, dass er Sie in irgendeiner Form unpassend, unangemessen berührt hat, müssten Sie das jetzt auch für uns mal ein bisschen ausführen vielleicht? Wie sollen wir uns das vorstellen? Jetzt hier im Gerangel oder schon in Vergangenheit? Ja, er ist schon immer so ein bisschen anzüglich gewesen. Aber das war halt jetzt mehr oder weniger kurz vorm Gerangel, dass er mal an den Po gefasst hat und ich auch gesagt hat, warum er das überhaupt macht. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal dazwischen frage. Also wirklich ganz offensichtlich plump an den Po gefasst oder irgendwie kaschiert? Nein. Also dazu möchte ich jetzt sagen, Jana, ich glaube dir das. Du musst jetzt keine Angst haben, oh Gott, es kommen mir auch schon die Tränen. Du musst jetzt keine Angst haben, ich glaube dir das. Das ist nämlich leider Gottes so. Das wäre meine Frage jetzt. Ich meine, das ist Ihr Mitarbeiter, Ihr Kollege, wieso sind Sie da? Ich glaube es ihr deswegen, weil schon mal jemand sowas behauptet hat, eine Fahrschülerin. Ich konnte damals nichts nachweisen. Haben Sie uns darüber in Kenntnis gesetzt? Nein, weil ich will ja auch gerecht sein. Ich wusste damals, ich hatte keine Beweise. Zur gleichen Zeit dreht sich auf der Wache noch immer alles um den Treuetest, den die junge Mutter beauftragt hat. Er ist durchgefallen. Das ist der Grund, warum ich mich vor 4 Wochen von ihm getrennt habe. Weil er eben auf sie angesprungen ist. Er hat sogar gesagt, er hätte sich in sie verliebt. Angeblich hat er jetzt auch das Jugendamt informiert, dass sie ihre Kinder schlecht behandelt. Ne, sie wollte jetzt eine Verleumdungsanzeige machen. Wie heißt der Ex? Philipp Burkhardt. Kennen Sie den? Also Sie kennen den, haben Sie denn mit dem auch weiterhin Kontakt oder weil er sich verliebt hat? Nein, Kontaktabbruch mit jedem meiner Klienten. Also. Aber Morddrohungen. Aber jetzt nicht von Philipp. Ich weiß nicht, von wem wir wissen es nicht. Wir haben jetzt alles aufgenommen. Was mich nur gewundert hat, ist natürlich, hat sie eben noch nicht gesagt, wie kommt das auf Ihre private, oder geben Sie da Ihre private Handynummer an? Nein, die hat nur meine Chefin. Ich habe jetzt die Info bekommen von den Kollegen, der Wagen wurde gefunden, und zwar tatsächlich Diebesgut im Kofferraum. Von dem Herrn? Genau, von dem Herrn Burkhardt. Und der Herr Burkhardt kommt jetzt gleich auf die Wache. Ach, ja. Volltreffer, ne? Ja. Einmal ermittelt, ne? Ja, wir, Frau Kerman, wir haben das alles aufgenommen. Die Bedrohung bleibt. Wir schreiben da die Anzeige zu. Bewaffnen Sie sich nicht wieder. Das ist verboten. Was kann ich denn so lange jetzt machen? Ja, sich natürlich vorsichtig verhalten. Und wenn irgendwas ist, rufen Sie Einsatz 0. Dafür sind wir da. Ja? Nur wenig später trifft der tatverdächtige Ex-Verlobte auf der Wache Köln-Mülheim ein. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung nehmen ihn sich Christian Reuter und Stefan Sindera zur Brust und konfrontieren ihn mit dem Tatvorwurf. Wir hatten halt den Hinweis von ihrer
Ex-Verlobten, dass das wohl kein Einzelfall ist, was sich da abgespielt hat, dass sie da wohl dem Diebstahlsgewerbe nachgehen und das dann auch dementsprechend später veräußern. Hehlerei heißt da der Straftatbestand. Davon weiß ich nichts. Davon weiß ich nichts, da werde ich auch jetzt nichts mehr zu sagen. Das sieht für mich ist auch ein gutes Recht, ja. Das sieht für mich so ein bisschen aus Super Mario Meets the Golden Uhrzirkel oder sowas, ne? Aber gut, Sie werden jetzt Ihrer Bestimmung zugeführt, das sind Sie ja, Sie sind nämlich hier goldrichtig bei uns auf der Wache. Wir werden eine Strafanzeige gegen Sie schreiben, weil wir das in Ihrem Auto gefunden haben. Sie waren ja eben beim Erkennungsdienst, das heißt, das war ja nicht ganz ohne Grund, sondern ich bin mir relativ sicher, dass wir die gleichen Fingerspuren dann hier auch auf den Uhren finden. Dann war auch überführt worden von der Treuetesterin da, ne? Ach ja, stimmt, das stand ja auch noch im Raum, ne? Sie wissen davon? Ja, aber Die Frau Kehrmann war ja hier und hat uns da so ein paar Sachen erzählt. Und die ist dann zufälligerweise auf ihre Ex-Verlobte getroffen und die kannten sich. Und sagte dann, dass sie sich wohl in Frau Kehrmann verliebt haben, ne? Okay, das sagt ihnen, aber das sagt mir. Frau Kehrmann kennen Sie? Frau Kehrmann kenne ich, ja. Bei Trust, dann wissen Sie ja, dass sie für diese Trust and Security Agentur arbeitet. Ja. Ja. Was ist das? Das ist sein Handy. Ach, das ist von ihm? Ja, natürlich. Ja, das ist Ihr Handy, ne? Ja. So, jetzt ist hier eine Nachricht drauf. In 3 Tagen wirst du sterben, Samir. Und soll ich mal sagen, die gleiche Nachricht habe ich heute schon mal gehört. Komischerweise, nämlich auf dem Handy von der, die war hier mit dem, weißt du, die Elektroschocker, die Frau Kehrmann. Wie, da sprechen Sie eine Dame aus, in die Sie sich verliebt haben? Wissen Sie was? Nee, noch nicht. Haben Sie die? Stalken Sie die Frau? Ja. Wissen Sie was? Ich wollte mich an den beiden rächen. Sie wissen Sie, was passiert ist? Ne, wissen wir ja nicht. Wir warten ja. Tessa hat mich 4 Wochen vor unserer Hochzeit verlassen, hat mir diese Treuetesterin an den Hals gehangen. Ja. Und dann sitze ich auf den ganzen Kosten. Kann das denn dann auch sein, dass Sie, das würde vom zeitlichen Rahmen so dahin passen, dass Sie da auch für diese Verwüstung bei Trust and Security verantwortlich sind? Und dann ist der an die Privatnummer von der, wie heißt sie, Sonja, ne? Sonja Kehrmann gekommen. Ja, genau, das ist richtig. Aber ich schwöre Ihnen, ich bin dort nur eingebrochen, um an diese Nummer zu kommen. Ich wollte mich auch an ihr rächen. Die beiden haben mich total verarscht, von vorne bis hinten, ja? Aber wenn Sie nur die Nummer wollten, wir sagen, sind da alle kurz und klein geschlagen. Ja, das macht einen natürlich auch ziemlich wütend, ne? Ach so. Wie gesagt, also für mich war alles vorbei, war alles... Okay, dann haben Sie den Frust an den seelenlosen Computern da ausgelassen, ne? Das sah aus wie so ein Trümmerfeld. Der Täter muss sich wegen besonders schweren Diebstahls, Bedrohung, Nachstellens und Sachbeschädigung verantworten. Zur gleichen Zeit kommen in der Fahrschule immer mehr Details über den Fahrlehrer ans Licht. Ich habe das schon ein, zwei Mal zu hören bekommen, konnte aber Herrn Schwarz bisher nie was nachweisen. Gut, dann nur jetzt ist für mich natürlich alles klar, weil Jana ist ein sehr ehrlicher Mensch und ist auch vertrauenswürdig. Und deswegen glaube ich ihr das jetzt und das wird auch jetzt Konsequenzen mit sich bringen. Gut, dann muss ich unsere Seite Konsequenzen mit sich bringen, wenn das tatsächlich so ist. Sehr gerne. Was ist das? Ja, es passt halt alles irgendwie ein bisschen ins Bild. Das ist ja noch. Warte, ich muss noch ganz kurz abbrechen. Ist er da rangehauen oder was? Wo ist eigentlich der? Ach nee. Haben wir schon wieder einen Schaden oder was? Als ich gerade im Begriff war, das Unfallfahrzeug dahingehend abzufragen, wer denn Halter dieses Fahrzeugs ist, musste ich ganz schnell die Abfrage unterbrechen, weil es ganz plötzlich laut um die Ecke wurde. Und ich musste den Paul umgehend über den Sachverhalt quasi in Kenntnis setzen, weil ja, was sich uns da erschloss, damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Hey, Messer weg! Sofort auf den Boden mit dem Messer! Ja, ich wollte ihn nur festhalten. So, und jetzt an die Wand! Ich glaube, ich spinne. Ja, der hat ihren Polizeiwagen gerammt. Drehen Sie sich an die Wand, Arme spreizen, Beine zurück. Zu mir die Beine. Zu mir die Beine! War zurück! So, was ist jetzt hier los? Wer sind Sie überhaupt? Sandro, guten Tag. Hallo. Wie? Sandro Theis. Herr Theis, was ist jetzt hier vorgefallen? Wieso bedroht Sie der Herr mit einem Messer? Kam plötzlich mit einem Messer an. Einfach so, oder was? Nee, der Typ saß in dem Auto und ist gegen Ihren Streifenwagen gefahren. Haben Sie was auf die Nase gekriegt gerade? Ja, von ihm, weil er gerade stiften gehen wollte. Ich hab mich gewehrt. Der Typ kommt mit einem Messer auf mich zu, nee, oder hab ich jemanden? Ich wollte ihn festhalten. Ah, also Sie haben gesehen, wie der Herr mit dem Savannah fährt. Ja. Nach Sie haben wir auch gerade gesucht. Aber Augenblick, ich muss jetzt mal langsam. Ja, eins nach dem anderen. Warten Sie mal ganz kurz. Das mit dem Messer, das geht überhaupt nicht. Ja, okay.
So, Herr Theis, ich gebe Ihnen jetzt noch mal die Möglichkeit, sich zu dem Vorwurf des Herrn zu äußern, dass er Sie in dem silbernen Fahrzeug gesehen hat, wie Sie gegen unseren Streifenwagen gefahren sind. Das silberne Fahrzeug wurde mir geklaut heute. Ja, aber Sie saßen ja offensichtlich trotzdem drin. Der junge Mann musste nach einer Trunkenheitsfahrt seinen Führerschein abgeben. Dass er ausgerechnet vor einer Fahrschule einen Polizeiwagen rammt, kommt den Beamten seltsam vor. Sie durchsuchen seinen Wagen und machen dabei eine entscheidende Entdeckung. Oh ja. Ja, da müssen wir wahrscheinlich, wer der Dame was ins Ohr geflüstert hat, geflüstert oder? Geflüstert hat, ne? So, die Dame hat auch einen Ausweis dabei. Herr Theis, kennen Sie die junge Dame? Ja, das ist meine Freundin. Ihre Freundin, ja gut, der Name ist langsam auch halbwegs rund. Also, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, wie sich das Ganze jetzt für mich auf den ersten Blick hier darstellt. Die Dame hat mutmaßlich im Rahmen der theoretischen Prüfung ein bisschen gefutscht. Dabei haben Sie ihr was ins Ohr geflüstert. Und dann verstehe ich jetzt diese Passage nicht so ganz. Sie wollten abhauen oder was, als Sie uns gesehen haben, oder wie? Ja, das ist, wie Sie schon gesehen haben, ich habe keinen Führerschein. Ja, und dann haben Sie sich erst mal gedacht, dann fahre ich erst mal, oder was? Dann fahre ich erst mal weg, bevor Sie mich... Ja, das war schon wahrlich nicht die cleverste Idee. Wenn sie einfach nur drin gesessen, wäre gar nichts passiert, ne? Ohne einen Motor laufen zu lassen. Gut. Was soll das denn? Also, du kriegst nicht auf die Reihe. Weißt du, mir reicht es langsam. Du stiftest mich schon zu an, dass ich diese Scheißprüfung. Ich hätte die auch ohne dich geschafft. Ich hätte deine Hilfe nicht gebraucht. Die jungen Eltern sind auf ein Auto angewiesen. Da der 23-Jährige seinen Führerschein abgeben musste, setzte er seine Freundin unter Druck. Sie sollte schnellstmöglich die Fahrprüfung bestehen. Jetzt mal unter uns Klosterschwestern hier. Ist an der Sache mit dem Herrn Schwarzen da trotzdem was dran? Oder ist das jetzt hier alles... Nein, das ist wirklich wahr. Das stimmt. Ja. Wie gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Das eine ist ein Straftat, das andere, da haben sie halt die Prüfung versammelt. Nein, das war so wirklich. Der junge Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht angezeigt. Paul Richter informiert den Fahrlehrer. Wie sich die Situation für uns darstellt, sind Sie für mich als Beschuldigter zu führen. Und zwar geht es hier um zumindest ein Delikt im Rahmen der sexuellen Belästigung. Wie bitte? Sie sollen der jungen Dame da an den Hintern gegangen sein, beziehungsweise irgendwelche anzüglichen Bemerkungen gemacht haben. Pass auf, ich kann das hier nicht abschließend klären. Wir müssen zwar das Einsatzmittel wegen des Verkehrsunfalls dazu rufen. Ich würde Sie einmal bitten, bei unserem Streifenwagen Platz zu nehmen, fahren auf die Dienststelle. Dann klären wir den Rest und dann wird entschieden, ob Sie wieder entlassen werden, beziehungsweise wann Sie wieder entlassen werden. Okay. Machen wir das so? Machen wir. So. Der Täter muss sich wegen sexueller Belästigung verantworten. Er wird nie wieder Hand an eine Fahrschülerin legen.